Moin Mädels, moin Jungs. Mein Name ist Kato de Kale Koscheiski. Ich war gerade scheiße. Das hier ist der Bus-Simulator 21. Jetzt holen wir uns einen Erdnussbus. Abfahrt. Was ist eigentlich die Leertaste? Was macht die Leertaste? Ja, wir fahren jetzt zum Händler und holen uns endlich einen schönen Erdnussbus. Erdgas, mein Gott. Sollen wir die mal wegbumsen? So! Oh, jetzt ist rot. Was passiert, wenn ich im freien Modus über Rot fahre? Aha, nichts. Gut zu wissen. Kann ich hier mit dem Boot wegfahren oder was? Oh, wow. Hey, wie läuft der denn? Was ist das denn? So, ich geh jetzt hier mal rüber. So. Kann man jetzt den Doppeldecker schon mal testen? Nee, geht nicht. Weil der noch gesperrt ist. Wir kaufen jetzt uns den CNG-Bus hier, also den Urban Way. Den kennen wir sogar noch aus dem Vorgänger. Wisst ihr noch damals, der Urban Way? Das war auch unser Erdnussbus. Den krallen wir uns jetzt und dann machen wir eine Testfahrt hier. Hör mal. Dann machen wir mal hier. Guck mal, da steht mein Bus. Moin! Da fährt schon wieder irgendein Larry mit meinem Bus, Alter. Das Imperium wächst. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Na, 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 na. Wir nehmen die Scheiße in die Hand. So, ja. Ich hätte gerne einen Bus gekauft. Den müssen wir anpassen. Alle unsere Busse, wir wissen es ja, müssen im Kalle Kuschinski Design gesprayt werden. Änderungen übernehmen. Er ist wieder wunderschön geworden, wie alle unsere Busse. So. Scheiße. Scheiße, die falsche Richtung. Ich muss drehen, hallo. Ach, du Schande, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ja. Und nach vorne. Wer hat denn das gebaut hier? So, wir sparen Zeit, indem wir einfach auf der Straße wenden. Das könnt ihr euch mal direkt in euer Busfahrer-Notizbuch schreiben. Ne? Also, witzig. Wir sind die Straße. Guck mal, wie ich hier an den Leuten vorbeifahre. Die haben da gar keine Ahnung, was sie hier tun in ihrem Life. Das hier die Haltestelle. Oh, so. Oh, die Zeittag. Da kommt das Money rein. Es hört ja gar nicht mehr auf, du. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounzi. Was ist das denn hier? Es ist ja übelst auf dem Land hier, wa? Ich bekomme dieses Lied von All Directions. Your love makes me strange. Ja. Nicht mehr aus meinem alten Schädel. Ja, dann halt doch mal dein altes Maul. Wir haben was gegeben. Warum soll ich die Fahrerkabine verlassen? Meine Tochter hat mich gefragt, was ich an Seelöwen am meisten mag. Fischschwanz, den Löwenkopf oder die Pfoten. Sie stellt sie sich wie Meerjungfrauen vor. Süß. Junge, das interessiert mich doch nicht, was deine Tochter da in der Birne hat. Wenn du denn nicht auch nicht... Meine Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Wie heißt der? Wie heißt der? Sag mir, wie der Hund heißt! Die sagt's nicht. Wir fahren weiter. Oh mein Gott! Spinn's wohl! So. Oh! Was ist denn jetzt los? Wir hängen fest! Hallo? Die Studenten. Beruhig dich! Katze Schrödinger. Schrödingers, kannst du mal. Beruhig dich doch mal. Lass uns doch gemeinsam. Ich bin ein Lacrosse-Dad. Das ist wie eine Fußballmama, nur statt dem Wagen nehmen wir den Bus. Jetzt stopp! Jetzt beruhigst du dich mal! Zurücksetzen. Alarm! Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Es hat sich was getan! Oh mein Gott, mein Ding macht sich hier von... Okay, vergiss die Absenkung nicht. Die Absenkung. Oh mein Gott! Es wird schlimmer! Ich komme hier raus. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Ohne Scheiß... Es... Also... Hallo! Beruhig dich mal, Rüdiger! Es tut gar nicht weh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also müssen wir so richtig zurücksetzen hier. Weil der überdreht sich hier komplett. Das ist jetzt nicht richtig. Das Lenkrad ist jetzt nicht richtig eingestellt. Ich kann jetzt nicht richtig blinken. Generell kann ich nicht blinken. Ich kann gar nichts mehr mit dem Lenkrad. Das Lenkrad hat gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Also ich kann auch lenken. Und Gas geben. Ah ja, müssen wir jetzt durch. Alter, wie hier die Berge. Warte mal, was ist hier denn los? Was sind wir denn hier? Gucken wir uns erstmal an. Erstmal hier hinsprinten. Boah, schöne Aussicht, du. Ich weiß ja nicht, ist das Lenkrad jetzt im Ass oder? So eine Scheiße! Ach Mann, ey, steig doch mal eher aus, du Pissnecke! Dass die immer so mittendrin sagen, ich mit dir raus, Alter, voila. So, ich will endlich downtown, da hinten.
So, jetzt habe ich mit der Tastatur geblunken. Geblunken, Alter. Weil es nicht anders geht. Ich habe eine Idee. Also, wo ist denn hier oben und unten? Kürzlich habe ich Spring of Affection mit meiner Mutter geguckt. Wir haben mit der ersten Folge an... Ich will ja nicht spoilern, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Aber die erste Folge hat doch echt jeder gesehen. Also irgendwie versteht meine Mutter die Beziehung zwischen Consuela, Pedro und Bob nicht. Also sage ich, Mama, so schwer ist das nicht. Consuela hat ja vielleicht eine Affäre mit Bob, aber jeder sieht, dass sie nur Pedro liebt. Gucken Sie Spring of Affection? Nein! Ich versuche hier gerade mein Lenkrad für den Bus wieder heile zu machen, weil die Scheiße nicht geht, hier! Brumm, brumm, es geht nicht ohne Lenkrad, verstehen Sie das? Spring of Affection juckt mir nicht! Und was mit Bob und, Loriana, wie heißen die alle? Ich hab's schon wieder vergessen. Pedro, Bob und, wie heißt die Troller? Ich weiß es nicht, sorry, aber enough is enough. Jetzt geh rein hier. Krieg ihn nicht rein. Ich krieg ihn nicht rein. Du musst doch so da rein. Also das, hier ist so ein Gewinde. Das ist auch voll normal, dass man das eigentlich abnehmen kann. Das ist mal Real Talk. Ich drehe in die falsche Richtung. La 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 la. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin. Wir sind jetzt ein bisschen zu spät. Minimal. Aus hier. Mann, ey! Zu, dass du Land gew... Heute ist ein ganz merkwürdiger Tag. Ich habe früher in der Tanzschule gearbeitet. Da hieß eine Kollegin von mir Land. Und dann wollten wir mal, dass sie dazukommen, wenn wir zur Party gehen. Und dann haben wir natürlich gesagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Weißt du? Ja, muss man dabei gewesen sein wahrscheinlich. So, jetzt hier links rüber. Also die Planung ist echt scheiße. Wer sich das hier wieder ausgedacht hat, ne? Die Leute, die das jetzt hier auf YouTube sehen, die wissen nicht, dass ich jetzt hier schon 8 Stunden am Stück sitze und diese Scheiße spiele. No Death Run, ab jetzt. Jetzt steht der da. Also das ist ein schlechtes Timing. Und es ist immer dieser Wokhausbus. Es ist immer dieser Wokhausbus. Was soll das? Mann, der wartet immer so lange. Fahr weg! Scheiß Kollege! Jetzt fahr doch bitte! Was hat er denn? Sag mal, kannst du mal weiterfahren? Arschloch. Aha, dann geht's. Nee, jetzt muss ich wieder rasen. Rein, rein. Oh, egal. Alter, wir sind just in time. Obwohl mich mein Kollege da irgendwie, weißt du, wie ich mein? Mann, die Tür ist doch gar nicht auf. Warum ist die Tür auf? Kann einmal was gut laufen hier? Es hat keine XP gegeben, weil wir da die scheiß Tür auf hatten den ganzen Tag. So ein geiler Bus, ne? So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, ausdrucken. Fertig. Ja, wir haben ja auch keine Zeit. Das ist, läuft hier so unter Zeitdruck. Jetzt haben wir noch 2 Minuten und 50. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man in einem so schönen Bus sitzt. Danke, Digga. Oh nein. Aha. Ich hab sie verloren. Aber mir in der Tür noch in die Fresse grinsen, ne? Da, 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 da. Oh Mann, du bist doch gerade erst eingestiegen, du Dödel! So, da müssen wir jetzt wieder die Straße sein. Das sind die Momente, das sind die typischen Ich-bin-die-Straße-Momente. Das müsst ihr halt auch einfach wissen. Das Meer ist heute wirklich schön. Ja, klar. So, haben wir jetzt die 15 Leute befördert? Oder müssen wir noch weiter? Also nach hinten raus haben wir die Zeit wieder getoppt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da wird wieder ausgezahlt. Haben wir schon... Oh, okay, ein bisschen aufs Maul bekommen haben wir auch. So. Fast 50.000 Kröten, ne? 15 Gäste von nach Gold Island zu. Also, ja. Ich glaube, wir müssen einfach weitermachen, oder? Drehen wir noch eine Runde. Kann ja nicht schaden, ne? Wunderbar, dass ihr Busse bis zur Stadt verkehren. Gut, so. Ja. Mhm. Warum talkst du? Dirty to me. Oh, shit, in meinen Arsch. Das wird teuer. La, 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 la. So. Wir haben Zeitdruck. Oh, Kurve gerade noch genommen. Wie die Ehre deiner Mom. Also wenn da jetzt nicht irgendein scheiß Kuschinski-Bus steht, dann kriegen wir's. Da ist er. Heute nicht. Heute nicht. Jetzt muss er mal warten. Das Minusgeschäft, das nehmen wir in Kauf. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Zeit. So, guck mal, 3 Minuten 19. Wir können noch mal eine Runde in Drive-In bei Mc's. Raus aus der City. Rein ins Dorf. Oh, war ja. Alles unter Kontrolle. Stopp. Er ist stehen geblieben. Ich wusste das. Habt ihr schon mal einen besseren Busfahrer als mich gesehen? Das ist ja wohl eine astreine Leistung, die ich hier abliefer. Ja? Alle, die Ja schreiben, werden getimeoutet. Ich schwöre, dass ich von jetzt an mein Auto in der Garage lasse. Das ist super, Udo. Aber hast du eine Fahrkarte dabei? Augenblick.
Sie muss hier irgendwo sein. Ich habe dir vertraut. Und du misstraust mein Vertrauen. Es dauert ein ganzes Jahr, die Brücke zu streichen. Und dann fangen sie von vorne an. So geht das seit Jahren. Kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie nicht. Jetzt stehen wir hier. Jetzt hat der Mucke an. Sag mal, hast du gesmoked oder was? Ist das wirklich so laut? Ja! Alter, guck mal, wie der Balken, der hört ja gar nicht mehr auf. Oh mein Gott! Was? Ich habe einfach ein ganz... What? Alter, das hatte ich ja noch nie. Holy shit. Dafür häute ich morgen zwei Katzen. Oh, wow, wow. Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine... Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen... Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Also, Gronk, sag mal ehrlich, du bist fast 50. Deine Haare wachsen vielleicht noch am Arsch. Und das war's. Und auf dem Rücken. Eine Minute zu spät. Eins Minute zu spät. Wir hatten einen perfect run. Jetzt sind wir eine Minute drüber. Rein. Ja. So, zu. Na klar, hier, bitte. Hier ist. Moment, hier. Klar, hier. So, schnell. Okay, wir haben 1:45 Zeit. Ach, Mann! Immer an der gleichen Stelle! Das war eben schon so! Ich kann auch nicht glauben, dass ich mir das hier schon fast seit. Also, ich bin mir seit 8,5 Stunden. Im Baker Park gibt's bald ein All-Directions-Konzert. Ja. Juckt doch wirklich niemanden. Sie haben die Katze Scheiße. An der Universität Schrödinger genannt. Es juckt auch nicht. Steig ein. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Warte. Keine Zeit. Ah! Ich kotze. 100% Effizienz! We have played the game durch.